Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beamity Drive. Ja, wir fahren ja auch schon direkt auf Industrial Side rum. So hieß die mal, glaube ich, Industrial Side. Was wir machen werden, ich hatte ja in der letzten Folge vermutet, dass es kleine Änderungen am Wasser gab. Ich habe es ja dann auch in die Folge gleich reingeschrieben sozusagen, aber damit das nochmal so ein bisschen bestätigt ist. Ich habe Jersey Sam gefragt, also den Entwickler, einen Entwickler von Beamity. Und der kannst du mir dann bestätigen, dass die Sachen am Wasser geändert haben. Das finde ich mal ziemlich geil. Also, und dann habe ich jetzt heute nochmal gefragt, so, nach den Änderungen am Wasser, wann können wir Boote erwarten? Und da hat er nur einen kleinen Zwinker-Smiley geschickt und ich denke mal, das ist schon relativ eindeutig. Das heißt, die arbeiten jetzt am Wasser, das heißt, ich denke mal, in den nächsten Monaten können wir die ersten Boote erwarten. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. So, da habe ich mich gleich zum Wasser hingestellt und wir werden das mal ein bisschen testen, wie sich so das neue Wasser verhält. Was denn so alles... was so alles geändert wurde und ob überhaupt ein großer Einfluss da besteht. Also erstens, beim Eintauchen hat sich jetzt nicht viel geändert, wie wir gerade gesehen haben. Und werden mal nach hinten fahren. Das war falsch gelenkt, egal. So. Und wenn da mal jetzt schnell reinfahren, werden mal genau gucken, wie denn das Auto reagiert, wenn es so mit 80 km/h oder mit 90 km/h auf das Wasser prallt. So, vorne wird es abgebremst. Okay, also hier bemerkt man jetzt noch keine Riesenänderung. Ah, aber dafür habe ich noch was anderes dabei, meine Lieben. Wie ihr sie da schon seht, ich habe mal wieder die B25 Mitchell reingemacht. Einmal so frei. Komm. So, dann gibt es nur ein Problem. Wie war das nochmal? Oh Gott. Oh Gott, so auf jeden Fall. Oh Gott, so auf jeden Fall. Scheiße. Wir müssen die auf dieser Strecke hier... Genau, auf dieser Strecke müssen wir sie starten. Ich muss kurz in die Steuerung reinkommen. Warte jetzt ab. Hier oben? Nee, das war's nicht. Verdammt, was waren da? Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Das Teil kurz drehen, aber wie macht man das? Warte, ich gucke das mal schnell nach, bis gleich. So, das Teil musste man ja mit dem Bremsen lenken. Was ich schon mal, wie ihr seht, gar nicht hinbekomme. Oh Gott. So. Jetzt müssen wir das Ding starten. Das wäre schon mal der Horror. Das werden wir sowas von nicht schaffen. Vor allem, wenn wir schräg stehen. Kommt, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Oh Gott, Aber da haben wir schon mal gesehen, das Ding ist ins Wasser. Und sofort hat es nach links gezogen. Also schon... Es wird auf jeden Fall immer realistischer. Das gefällt mir schon mal. Da, ich krieg das gerade mit dem Dings nicht hin. Wartet. XP. Einfallschasse. XY. So, come on. So, jetzt müssen wir das Ding gleich richtig stellen. Stellen wir halbwegs gerade. Hoffentlich. Bremsen lösen. Come on. Lass mal einen Start auf dieser kurzen Landebahn machen. Startbahn meine ich. Komm, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Oh Gott, oh, verdammt. Ah, scheiße. Das war sehr knapp. Aber es klappte nicht. Das Ding können wir hier wahrscheinlich erstmal nicht starten. Oh shit, oh shit. Oh, nee, okay. Also das wird erstmal nichts, dann müssen wir doch nochmal kurz für diese Folge beim X18 Fighter Jet bleiben. Wir werden einfach in den nächsten Folgen nochmal das mit der Dings ausprobieren. Da spawnten die Räder ein bisschen im Boden. So. Wir müssen aber weiter mit dem Jet ausprobieren und ein bisschen das Wasser testen. Auf jeden Fall finde ich sehr geil, dass sie das jetzt ändern. Ich hoffe wirklich, dass wir in der nächsten Zeit Boote sehen. Das würde doch mal wieder ein bisschen Abwechslung in Beamity reinbringen. Da
Da seht ihr, wir konnten abprallen vom Wasser. Wir machen nochmal so leichte Crash, so leichtes Aufprallen auf dem Wasser. Weil Notwasserungen müssen dann irgendwann möglich sein. Da Bomben wieder aufgeknallt. Mit einem stabileren Flugzeug kriegt man vielleicht schon Notwasserung hin. Also wir werden auf jeden Fall, ich denke mal, man kann noch nicht drauf bleiben direkt. Also es wird noch nicht so möglich sein, dass sozusagen durch die Luft im Flugzeug und alles sozusagen, dass das über der Wasseroberfläche, dass es über der Wasseroberfläche bleibt. Aber man kann zumindest schon mal darauf ein bisschen sliden. Ich habe leider jetzt auch keinen. Ich wollte mir eigentlich auch noch einen Wagen für die Folge holen. Da, los, jetzt abheben. Warum? Fliegt die ganze Zeit down. Ich wollte mir halt eben ein Fahrzeug noch für die Folge holen, das schnell ist, die Jump Com Game IP Version, aber da ich die halt eben gerade nicht runter habe, musste ich sie halt eben nochmal vom Modder anfragen. Willst du mich gerade verarschen? Und da gab es halt eben nur das klitzekleine Problem, dass er gerade nicht zu Hause ist und deswegen mir sie nicht geben kann, aber wird er auf jeden Fall bald nochmal machen. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Irgendwie. Achso, ich drücke auf die falsche Taste. Das ist nicht invertiert. Ich dachte, das wäre invertiert. Ich verstehe das nicht mehr. Bin ich gerade zu blöd zum Lenken? Das Ding, das macht nichts mehr. Kannst du mich gerade verarschen? Dann ist etwas eben höher. So, es ist also nicht invertiert, das ist schon mal gut zu wissen. So. Irgendwie mal ist es invertiert und mal nicht. Schaffen wir auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir. Wir können es halt eben, was wir nicht machen können. Das Heck ist halt nicht so viel aus. Das war schon mal abgeprallt. Das Heck des Flugzeugs hält nicht diese Belastung aus, leider. Wir können aber versuchen, uns vielleicht ein bisschen auf dem Wasser abbremsen zu können. Seht ihr, da prallen wir immer wieder ab. Oh, und da ist das Heck weg. Und da versinken wir dann natürlich auch. Aber das ist schon mal sehr, sehr geil. Das gefällt mir auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was wir da noch in den nächsten Monaten erwarten können. Oh Gott. Ach so. Ah, wahrscheinlich ändern sich so ein bisschen die aerodynamischen. Ach nee, die Flaps werden einfach nur weggedrückt. Wenn die Flaps wirklich. Die Heckruder, die werden anders gedrückt, oder? Irgendwie der Wind. Das ist jetzt irgendwie ganz komisch. Die sind irgendwie immer wieder in eine andere Richtung. So, das schaffen wir auf jeden Fall. Gut. Ist immer so ein bisschen tricky, dieses Teil zu starten. So. Gut. Machen wir einen Tiefflug hier rüber. Sehr wackelig das Teil in der Luft. Oh, das war. Oh Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Habt ihr auch gesehen, wir sind auch nochmal jetzt kurz drüber geglitten. Und dann haben sich die Tragflächen ein bisschen falsch sozusagen unter das Wasser und dann hat es dann auch dafür gesorgt, dass wir. Oh Gott, nein, scheiße. Sozusagen abfallen. Und jetzt sind wir wieder abgeprallt, das war ja ganz klar. Also, das ist halt eben jetzt hier keine klassische Folge. Ich hoffe, das ist auch nicht so schlimm für euch. Das ist halt eben eher so eine kleine wissenschaftliche Folge, sag ich mal, sozusagen BeamNG Science. Kann man noch so einen Crash machen. Bam. Und jetzt halt eben mehr so drum geht, gerade so über die neue Funktion, über mögliche neue Funktionen von BeamNG nachzudenken. Auf jeden Fall haben wir schon mal das Vorderrad geschrottet. Das ist immer eine gute Voraussetzung. Vor allem, wenn wir damit lenken. So, jetzt müssen wir es schnell hochkriegen. Sorgt für sehr viel Reibung da vorne. Boah, aber irgendwie starten geht das Teil, kann man das auch nicht mehr. So, warte mal, da kommt die Luft gegen. Das heißt, so müssten wir hochfliegen und so müssten wir runterfliegen. Ist ja alles physikalisch simuliert, das heißt, darum können wir uns ein bisschen. So müssten wir runterdrücken. Ja, und jetzt müssten wir einen theoretisch hochziehen. Boah, was wir auch tun. Oh Gott, da habe ich nochmal aus den unten gedrückt. Sehr, sehr knappe Angelegenheit hier auf jeden Fall. Und so, dann versuchen wir nochmal eine Landung. Die machen wir mal ein bisschen aus der Ego-Perspektive.
Warte, mach nochmal einen. Nein, falsche Taste! Was ist Slow Motion? Wartet. Ne, wir müssen nochmal Slow Motion machen jetzt. Das sagte ich gerade. Und wenn ich die falsche Taste drücke, gilt das natürlich nicht. Jetzt müssen wir schnell die Räder noch rumkriegen. Okay, es gibt kein Problem. Jetzt sind die wieder umgekehrt. Irgendwie switcht die Steuerung die ganze Zeit um. Warum auch immer. So, man müsste halt eben jetzt das Fahrwerk dafür einfahren können. Das wäre optimal. So, jetzt in einen guten Winkel kriegen. So, sorry, das musste sein. So. Jetzt. Runter, oh, das wird eine perfekte. Na, prallt halt eben ab, das ist das Problem hinten. Zerstören wir schon unsere Heckruder. Nee, so geht's in die falsche Richtung. So. Jetzt müssen wir es hochziehen, oh, das schaffen wir nicht mehr. Da knallen wir wieder ab, hinten das Heck zerfetzt das. Und jetzt werden wir ins Wasser. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es gefallen hat. Was haltet ihr von den Neuerungen und was denkt ihr vielleicht, wann es ein Boot endlich geben wird? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG. Oder wie geil. Das müssen wir nochmal machen, sorry. Wo wir sind gerade auf dem Wasser geglitten. Das war eben noch viel länger. Wie so ein. Also, das ist der klare Beweis. Da, guck, 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 wir sind. Da. Wir sind ein Boot, Leute. Wie awesome. Ich mache jetzt nichts. Wie geil. Ja, das hat ja auch so eine schöne Form dafür. Wir haben das erste Boot im BeamNG, Leute, sozusagen. Wie hammergeil. Und gleich bist du jetzt. Drift es ein bisschen rein und dann wird es natürlich zersprengt durch den Bug. Aber wahrscheinlich hat sich gerade hinten das Heckruder ein bisschen reingebohrt ins Wasser und dadurch ist es natürlich zur Seite. Alter, aber das war. Wir sind von. Man sieht nicht mal das Land, Leute. Von da kamen wir, glaube ich. Wir sind extremst weit geflogen. Also so weit, dass man nichts mehr sieht. Da. Dahin ist die Insel. Seht ihr sie da hinten? Auf jeden Fall richtig krass, da haben wir sozusagen das erste Boot damit erschaffen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe es gefallen hat und ja. Ja, ciao, ne? Tschüss.